Nordkoreas Militär hat nahe der umstrittenen Seegrenze zu Südkorea mehr als 200 Granaten abgefeuert. Das berichtet der südkoreanische Generalstab. Die Artilleriegeschosse seien nördlich der Grenzlinie ins Gelbe Meer gestürzt und hätten keinen Schaden angerichtet. Das Militär habe die Bewohner von zwei nahegelegenen Inseln aufgefordert, sich vorsichtshalber in Schutzräume zu begeben, teilte die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap mit. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verschärfen sich derzeit wieder. Yonhap zufolge hatten die Streitkräfte Südkoreas und der USA am Donnerstag nahe der Grenze zu Nordkorea eine Artillerieübung begonnen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Staatsmedien zufolge angekündigt, die Produktion von Raketenwerfern auszuweiten. Kurz zuvor hatte die US-Regierung mitgeteilt, Nordkorea habe ballistische Raketen und Raketenwerfer an Russland geliefert.